Wir stellen Ihnen Staking 2.0 auf der Smart Blockchain vor. Durch die Einführung von Staking 2.0 können Sie Ihre Möglichkeiten erweitern und die Arbeit mit der Smart Blockchain noch profitabler gestalten. In diesem Video erklären wir Ihnen, was Staking ist, wie es in der Smart Blockchain implementiert wird und welche wesentlichen Vorteile Sie dadurch erhalten. Das Staking auf der Smart Blockchain ist ein Prozess, bei dem Nutzer ihre Smart Coins einfrieren, um den Betrieb des Netzwerks zu unterstützen und dafür wichtige Netzwerkressourcen erhalten. Bandwidth, Bandbreite, und Energy, Energie. Diese sind erforderlich, um Transaktionen mit Smart Contracts und andere Transaktionen durchzuführen. Die Staking-Verwaltung erfolgt in der Smart Wallet. Wie bei allen Produkten von Ultima ist die Staking-Oberfläche möglichst einfach und intuitiv verständlich. Um mit dem Staking zu beginnen, müssen Sie lediglich ein paar Schritte ausführen. Wählen Sie aus, was Sie erhalten möchten, Bandbreite oder Energie, und frieren Sie dann Ihre Smart Coins ein. Lassen Sie uns abklären, wofür beide Arten von Ressourcen in unserer Blockchain verwendet werden. Bandbreite in der Smart Blockchain ist eine Ressource, die für absolut alle Transaktionen im Netzwerk notwendig ist. Bei der Bezahlung von Transaktionen mit Bandbreite müssen Sie keine Gebühren in Form von Smart zahlen. In der Smart Blockchain stehen jedem Nutzer 1500 Bandbreiteneinheiten pro Tag zur Verfügung, wodurch der Nutzer eine bestimmte Anzahl kostenloser Transaktionen durchführen kann. Wenn Sie eine Transaktion durchführen, wird ein bestimmter Teil Ihrer Bandbreite verwendet. Wenn die vorhandene Bandbreite für die Durchführung neuer Transaktionen aufgebraucht ist, wird der Smart Coin als Netzwerkgebühr berechnet. Energie in der Smart Blockchain ist eine Ressource, die zur Durchführung aller Aktionen mit Smart Contracts verwendet wird. Splitting, Transaktionen mit Splits, mit dem Ultima Token und so weiter. Energie ist wie Treibstoff für den Betrieb von Smart Contracts. Wenn die Energie aufgebraucht ist, müssen Sie für die Durchführung von Transaktionen mit Smart Contracts eine Gebühr in Smart Coins zahlen. Abhängig von der Transaktionsgröße können Ihnen bis zu 10.000 Smart Coins berechnet werden. Wie wird die Ressource für Staking angerechnet? Die Ressourcen, Bandbreite und Energie können nur verwendet werden, solange Smart Coins eingefroren sind. Dabei können Sie Ihre Coins jederzeit wieder freigeben. Sobald Sie Smart Coins freigeben, wird Ihre Ressource auf Null zurückgesetzt und Sie müssen mit Smart für Transaktionen bezahlen. Im Laufe von 2 Wochen nach der Freigabe bleiben die gestakten Smart Coins für eine Auszahlung nicht verfügbar. Nach Ablauf dieser Frist können sie auf Ihre Smart Wallet ausgezahlt werden. Die Ressourcenmenge in Ihrer Wallet wird, abhängig von den Netzwerkparametern, innerhalb von 24 Stunden aktualisiert. Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel. Die Anzahl Ihrer für eine Ressource gestakten Smart Coins wird durch die Gesamtzahl der für diese Ressource im Netzwerk gestakten Coins geteilt und mit dem Tageslimit multipliziert. Das Tageslimit für die Ressource Energie beträgt derzeit 90 Milliarden Energieeinheiten. Für Bandbreite 43 Milliarden 200 Millionen. Staking ist eine Technologie, die die Möglichkeiten von unseren Nutzern erheblich erweitert. Durch Staking können Sie aktiv an der Blockchain teilnehmen, Sie bei Ihrer weiteren Entwicklung unterstützen und die Smart Blockchain noch sicherer machen. Das Wichtigste für Nutzer ist, dass Sie durch Staking Tausende von Smart Coins bei Transaktionen einsparen können, was Ihnen hilft, Ihre Profite zu maximieren und die Splitting-Kosten bis auf Null zu reduzieren. Dies ist eine einmalige Chance, die unbedingt alle Nutzer nutzen sollten.